Ich habe heute eine ganz besondere Verabredung, denn ich treffe mich mit Damien. Hallo, Damien. Inga. Hi, ich richte was für dich. Damien ist Escort-Herr. Ja, das ist was Schönes, wir fangen gleich. Ja. Dankeschön. Bei ihm geht es gegen Bares, von der Bar direkt ins Bett. Ich möchte erfahren, was er für ein Mensch ist. Und vor allem möchte ich wissen, wie fühlt es sich an, diesen Job zu machen? Oh, okay. Ja, danke. Wie nennt man die Frauen, die dich buchen? Sind das irgendwie Kunden, Klienten? Ja, also ich nenne sie ungern Kundinnen. Es ist halt ziemlich abwertend an. Tischdame für den Abend vielleicht. Ja, sowas in der Art, etwas netter klingt. Ja. Was sind das für Frauen, die dich buchen? Das sind oftmals Geschäftsfrauen, die wirklich einfach nicht die Zeit und Lust haben, sich auf irgendwelche Dates einzulassen, wenn sie für 2-3 Tage in der Stadt sind. Und dann und sowas alles, dieses ganze Programm erst zu starten. Dankeschön. Was kostest du für einen Abend? Das sind, glaube ich, 90 Minuten und das ist 450 Euro. Ja. 90 Minuten, 450 Euro. Also ist nichts mit langer Abend, bis in die Puppen quatschen. Nee, da zählt wirklich jede Minute, muss man wirklich sagen. Ja. Dann sitze ich da so mit dir und quatsche, halbe Stunde, Stunde vielleicht sogar schon. Also hast du dann die Uhr im Hinterkopf und denkst, ich muss jetzt was machen? Oder denkst du dann, okay, wenn da keine Zeit mehr ist, Pech gehabt. Wie gehst du damit um? Ich habe natürlich schon die Uhr im Hinterkopf so. Und wenn möglich, und in der Bar ist vielleicht eine Uhr, setze ich mich auch strategisch so hin, dass ich die Uhr sehen kann. Wenn ich die Uhr nicht sehen kann, dann muss ich sehen, dass ich irgendwie mal ab und zu mal zur Uhr gucken kann. Ja, dann werde ich halt versuchen, entweder stelle ich das Handy vorher schon ein, dass es alle halbe Stunde irgendwie klingelt. Dass ich weiß, okay, ist eine halbe Stunde vorbei oder alle 15 Minuten vielleicht ist es sogar besser. Aber es muss schon im Hinterkopf bleiben, weil natürlich. Das noch eine Stunde schon, okay, jetzt ist Cut. Und dann leitet man so langsam so ein, so noch ein Dessert nehmen oder noch eine Flasche Wein vielleicht mit aufs Zimmer nehmen oder so. Und ja, langsam könnte man mal hochgehen, weil schön lang machen, ein bisschen entspannen und so. Und den zwingt mit dem Zaunfall, verstehen die meisten auch schon und sagen, ja, naja, stimmt schon. Und man kann ja oben auch weiter unterhalten noch ein bisschen und so. Hast du eine Partnerin? Ich habe keine Partnerin zur Zeit. Aber bin auf der Suche nach einer festen Beziehung. Was ist deine Motivation, das heute zu machen? Ich lerne immer wieder neue Leute kennen. Ich habe inzwischen so viele verschiedene Persönlichkeiten kennengelernt. Und das ist das, was mich interessiert. Aber Menschen kennenlernen kann man auch, ohne seinen Körper zu verkaufen. Ja, das mag sein. Aber ich würde schon sagen, das ist dieser Kitzel auch. Dieser sexuelle Kitzel, der dabei ist schon. Dieser erotische Kitzel. Was sind die Schattenseiten? Die Schattenseiten sind wirklich diese flüchtige Bekanntschaft, die man hat und nur für einen Abend und dann ist sie wieder aus dem Leben verschwunden. Das ist dann schon ein bisschen emotionale Leere, bleibt da zurück dann. Ich meine, nun ist es ja so, bei Männern geht es ja manchmal nicht so. Und dürfte ich dann mein Geld zurückfordern? Da würde die Agenturchefin sich sträuben und sagen, nee, geht gar nicht. Sie würde dann wahrscheinlich dir ein zweites Date anbieten mit einem anderen Herrn. Wie viel von dir selber bist du bereit preiszugeben? Also würdest du Details aus deinem Leben erzählen oder ist es quasi so eine Figur, die du repräsentierst? So einem Treffen? Ich schaffe eine künstliche Figur, die im normalen Leben so nicht existiert. Bist du glücklich? Sagen wir so, es gibt glückliche Momente, es gibt aber auch unglückliche Momente natürlich. Ja. Der schwierigste Moment ist, glaube ich, wenn ich das erste Mal wieder zurück in meine Wohnung komme. Ja. Weil dann schieße ich die Tür auf, gehe rein, mache die Tür zu und dann ist niemand da. Was glaubst du denn, wo bist du in 10 Jahren? Also ich sehe mich in 10 Jahren nicht mehr in Deutschland, sondern schon vielleicht außer Landes. Vielleicht sogar schon mal ein eigenes Haus. Ja, verheiratet denke ich schon. Kinder. Aber in 10 Jahren ohne Escort? Ja, doch. Das heißt, wenn wir jetzt hier sitzen und jetzt gehen wir langsam ins Hotelzimmer, beziehungsweise nach Hause, dann zahle ich. Genau. Gut, okay. Dann zahle ich jetzt.
Zeit ist also Geld, wenn man sich mit Damien trifft. Und bezahlen muss ich am Ende auch noch selbst. Romantik geht irgendwie anders. Okay, tschüss, danke schön.